So, moin. Ab sofort gibt es bei Spotify unseren Podcast. Und der letzte Podcast war eben Frequenzumrichter-Preisvergleich, auch bei YouTube zu sehen, aber jetzt eben auch bei Spotify und in allen anderen Podcast-Medien, Apple, Google, überall drin, vertont halt. So, wir machen mal einen kleinen Vorausblick auf die Strompreisvorschau, die jetzt gleich startet für den 26. und den September und die kommenden Tage. Da wird es ziemlich ruppig, glaube ich. Guck mal hier hinten. Das gucken wir uns gleich genau an. Vorher schauen wir uns einmal an, was es bei den Stromspeicherbatterien in der Industrie so alles Schönes für lustige Sachen gibt. Heute ist nämlich Sonntag und da kann man mal ein bisschen was lesen. So. Zuerst haben wir mal bei Schnellstrom einen börsenbasierten Strompreis angefragt für 300.000 Kilowattstunden. Das haben wir mal ganz am Anfang gemacht. Und dann habe ich mich mal beschäftigt mit den Wechselrichtern für die Stromspeicher. Und dann habe ich mal nachgeschaut, wie ist das wohl, wenn man sich einen Stromspeicher selber bauen möchte. Was gibt es denn da alles Schönes? Ein Tesla-Batteriemodul, 4,4 Kilowattstunden. Was ist das denn? Kann ich ein Tesla-Auto selber bauen? 4,4 für 1000 Euro. Der Haken an der Geschichte ist erst einmal, das Tesla-Batteriemodul ist mit der originalen Tesla-BMS-Platine ausgerüstet. Diese Platine kann nicht in Verbindung mit einem handelsüblichen Batteriewechselrichter verwendet werden, ist klar. So, und dann gibt es noch ein Problemchen, aber vorher schauen wir mal. Man muss nämlich hier auch im Shop ganz günstige Lipos, hier die einzelnen Zellen, Lipo, hier auch, hier bei AliExpress kannst du dir alles selber zusammenbauen. Muss ein bisschen Zeit mitbringen. Hier auch einzelne Zellen. Hier und dann brauchst du zur Überwachung der einzelnen Zellen ein Batteriemanagementsystem. Das ist das Problem, was wir haben, weil die Zellen unterschiedlich altern. Durch den chemischen Prozess in der Zelle muss die Zellspannung überwacht werden, die Zelltemperatur, die Zellkapazität. SOH haben wir ja schon in letzter Woche mal gehabt. State of Health, also ob die Zelle noch, die überhaupt die Kapazität noch hat, wie gesund sie ist. So, und dann brauchst du also beim Eigenbau sowas hier. Jawohl. Und deswegen ist das ganz schwierig zu beurteilen. Anfangs zumindest, wie die Batterie, der Lipo oder das Batteriemanagement, der Stromspeicher und der Lebensdauer zu beurteilen ist. Hier kann man sich alles selber bauen. Muss man eben Zeit mitbringen und ein bisschen elektrotechnisches Verständnis. Aber da wir ja alle Strom einspeisen, haben wir das ja. Da haben wir die Marktübersicht Batteriespeicher 2022 von der Karmin. Das war das Webinar am Freitag von Karmin. Das war ganz interessant. Und hier sind die ganzen Hersteller drin. Guck mal hier. So. Jawohl, und da stehen die ganzen Zahlen drin, auf die man achten muss. Ja. Das war eine ganz interessante Veranstaltung. Der Laie kann damit eh nichts anfangen, deswegen haben wir uns damit ja intensiv beschäftigt und können sehr wohl beurteilen, zunächst von diesen Zahlen her, von Preisen her und der Wirtschaftlichkeit, ob es sich lohnt, Batteriespeicher in Biogasanlagen oder in anderen Anlagen auch zu Hause verwenden zu können.
So, jetzt geht's aber richtig los hier. Strompreisvorschau. Genug rumgeschnürkert hier auf den Sonntag. Wir sehen also hier an diesem Wochenende da, nächstes Wochenende, Montag sehen wir auch ein bisschen Wind, aber hier scheint ein Tiefdruckgebiet einzulaufen. Das gucken wir uns mal einmal genauer an. Das ist mir nicht aussagekräftig genug. Dann müssen wir mal was öffnen. Nämlich, hier gehen wir mal einmal hin. Ja, hier sehen wir die Ausschläge schon ganz derbe. Und hier sehen wir am 3. Oktober. Das wird heftig. Das scheint etwas Größeres zu werden. Das heißt, die Dächer müssen wieder festgemacht werden. Stützluftgebläse. Schauen wir mal hier bei uns, ob wir da schon was sehen können. Ja, hier haben wir es auch. Stromfee hat die Daten auch schon drin. Ende nächster Woche, Dächerfestzonen, Kompressoren, müssen die Klemmschläuche, alles das Ganze muss wieder wetterfest, wind- und sturmfest gemacht werden. Hier sehen wir den großen Windberg, den hatten wir gestern schon. Das Blaue ist die Windenergie, das ist diese schöne optische Darstellung. Hier, das ist dann für morgen, das haben wir hier auch gesehen, das ist für morgen dann, sagen wir mal, sehr viel Wind, doch 26 Gigawatt Wind. Das ist schon jede Menge und in der Spitze noch 16 Gigawatt PV-Anlagenleistung. Dann können wir jetzt auch rübergehen zu den Preisen, die uns da morgen entgegenströmen. Schauen wir einmal hier nach. EPEX Spot, da sehen wir jetzt was von 24,59. Ist auch nicht niedrig auf dem Sonntag, ist sehr hoch. So, jetzt gehen wir in die Diagrammvorschau, EPEX Spot, und schauen uns die Preise an, die wir am 26.09. erwarten werden. 0 Uhr, ja, hoch, es ist sehr hoch, 25 Cent, habe ich ja gesagt. 1 Uhr, 17, 18 Cent, Tiefstwert, 9,8 Cent um 4 Uhr und dann geht's gleich bergauf, alle brauchen Strom. 33 Cent morgen früh die Spitze. 32 Cent, 10 Uhr, 29 Cent, 25, 26 Cent, 10 Uhr, 21, 74. Mittagszeit 16, 17, 15, 16 bis 16 Uhr. Ist Mittagszeit, da kann ich gegebenenfalls, wenn ich schon Batteriespeicher habe, kann ich ihn laden, um ihn dann später zu entladen. Die Differenz ist hier wieder 20 Cent, wie wir sehen. Hier ist die Differenz noch etwas höher, 22 Cent. Und so geht das dann jeden Tag für den Batteriespeicher immer weiter. Hier laden, hier entladen, hier laden, hier entladen. Das sind dann zwei Zyklen pro Tag Vollladung. Entladung kann ich ja Teilentladung machen. Wenn ich PV-Anlage habe, dann lade ich sie hier natürlich auch noch aus der PV. Und dafür brauche ich ein Managementsystem. Ich muss ja entscheiden, was passiert mit welchem Stromerzeuger. Das muss ich ja entscheiden, abhängig von dieser Situation. Wie sind die Preise hier? Das ist klar. So, was haben wir noch? Studieren wir das noch einmal hier von die Langzeitvorschau. Ja, ich wollte noch einmal schauen zum Wetter, die Langzeitprognose für das Wetter. Da habe ich nämlich auch was Schönes gehört und gelesen. Temperaturen anschauen. 26. Ja, also hier diese Prognose etwas kühler jetzt die Woche, aber kein Wintereinbruch, wie ich das bei YouTube gesehen habe. Alles ganz normal. Aber am 3. Oktober, dieses Tag der Deutschen Einheit, ein Tiefdruckgebiet zu diesem Wochenende, nächste Woche. Deswegen Dächer festmachen, Biogasanlagen sichern und Markus kann sich ja in der Woche nochmal dazu äußern. Bis morgen. Tschüss. Was ist das mit den Strompreisen? Wetterabhängig.